Shiver. June 6th, 1966. A senator's wife had a child. 6 years later, everyone around the boy started to die mysteriously. A detective was called to investigate the incidents. Slowly but surely, the curious case started to consume him. The deaths were surrounded with the paranormal and entangled with the supernatural. All the man could come up with was Senator Charles Wagner as the prime suspect, and only after witnessing him shooting his wife with a nail gun. In the end, only thing he pulled out from that burning Dante Manor was the child. My name is Detective MacGuffin, and I was the guy sent to investigate them. The boy's name is Lucius. The whole house burned down to the ground, and we couldn't save them all. I managed to get the boy out, and at that time I was convinced it was his father Charles who was behind the murders. In these situations, the procedure was to take the boy to psychiatric evaluation, so I headed to St. Benedict's Hospital, the very same hospital he was born in. It was only fitting to visit it once more. He was sitting quietly in the back seat, staring at me through the mirror. When we arrived just before the nurses came to get him, he leaned forward and whispered something into my ear. The hair on the back of my neck stood up as I was overwhelmed with emotion. The whispers kept running through my head that this was no ordinary kid at all. As I returned to my apartment, I started to put the pieces together. They were all pointing at the boy. How could I not see this before? Was Charles right all along? Was I actually helping the devil's son? Yes, you finally understand your place in all this. You're him, aren't you? Come now. You have been able to sense it all along. Deep inside you, there's been something telling you to do the right thing. But I'm Catholic? Yes. So am I. We're all just part of his plans. My job is to make things slightly more interesting. And me, I'm also just a part of the plans. You have done what you are supposed to do, and you are going to do a lot more. We're only getting started here. And look at it this way. You are just serving the Lord in the end. He is the one who actually devised the upcoming rapture. I'm just putting my little twist on the whole thing. We are all just fulfilling his wishes here. So, just relax and listen to what I have come up with for the boy now. I was conflicted, but eventually I had to give in. All along I've been a servant to the cause. I was meant to travel this world as a servant of Lucifer. Was macht denn er da? To protect his son. Lucifer had a plan that would bring everything together, and it was my job to see after Lucius. He'll have to look for the answers to this little game that's been created for him. The Dark Lord has taken his powers away and leveled the playing field. It will not be an easy task for the boy, but it's all necessary sacrifice that will, in the end, pan out the way it was supposed to. They evaluated the boy and committed him. He had lost his abilities to influence anyone. Thoughts of abandonment were filling his head. His thirst for blood was gone along with the rewards he'd already been given. It took 6 months until the boy was woken again. No blood was spilled. Someone up there was happy. It finally happened when they brought two new patients in. They were both rambling about a prophecy, and to make things more interesting, the other one was a woman of the cloth. Immediately, Lucius realized that there was more that he had to do, so in the blink of an eye, he attacked the nun. There was a fire inside him again. He was not forsaken. He felt useful again.
However, the employees managed to put him down. He was drugged, dragged to shock therapy. The boy had gathered a following throughout the hospital. Some of the patients naturally looked after the boy, but not these employees. They shackled him, imprisoned the prince. They laid him down on the bed ready to be shocked. But what they did not know, and what they could not guess, is the answer to a question. What happens when you shock the devil's son? Hallo, ich bin wieder da. Lucius 2, die Prophezeiung. Und damit herzlich willkommen noch einmal bei Lucius 2, die Prophezeiung. Mein Name ist Gronkh und das G steht für Gemetzel. Ja, das Tutorial war eher harmlos, würde ich sagen. Das war wirklich ein Tutorial und hier geht's nun wirklich, Alter, was ist denn hier? Was ist denn das? Alter, ist das der Zappel-Philipp? Heißt der so, weil... Oh, Alter. Ach, wie schön einfach nur. So, wir gucken mal rum, was es hier so alles gibt. Wir haben Pillen, die giftig sind, das wissen wir aus dem Tutorial, die nehme ich mal mit einfach. Und wir haben hier ein paar Schlüssel, an die komme ich gerade nicht ran, weil er sich daran klammert. Wir müssen also gucken, dass wir seine Hand irgendwie öffnen können. Vielleicht nehme ich mal dieses Elektroschock-Gedingse und kann ich das zu seinem Kopf irgendwie dran machen? Ich weiß es gar nicht. Hat er noch gezwinkert? Also wenn er noch zwinkert, dann würde ich sagen Respekt. Okay, da passiert das natürlich nicht viel, weil wir das Ding gerade noch in der Hand haben. Wir müssten das also irgendwie... Ah, jetzt haben wir ihn so ein bisschen stimuliert, sage ich mal. Ich mache das mal wieder aus, dann können wir die Schlüssel hoffentlich nehmen. Sind die gerade... Sind die noch... So. Sind die noch aufgeladen? Die zitteln so ein bisschen und ich habe hier so einen roten Strich. Was heißt denn der rote Strich? Breakout sehe ich da gerade. Ich weiß aber nicht genau, was der rote Strich... Ah, der heißt, wir müssen zur Tür gehen. Und wir schließen sie natürlich auf und die Schlüssel kann ich ja mal mitnehmen und dann... sind wir jetzt auf der Flucht. Und wie wir es schon am Ende von Teil 1 vermutet haben bei Lucius 1, wir sind natürlich in der Irrenanstalt und wir sind ein bisschen böse. Was ist das denn? Devil Bubblehead. Bobblehead. 5 Erfahrungspunkte. Ich glaube, wir können die sammeln. Und jetzt gucken wir mal ganz kurz. Lucius, zeig dich. Lucius ist ein bisschen älter geworden. War jetzt einige Monate hier eingesperrt und fühlte sich ein bisschen nutzlos. Und, naja, bis zur Elektroschocktherapie. Und können wir denn jetzt mit dem Schlüsseln hier auch... alles... Nee, kann man nicht alles aufschließen. Ein Kreuz. Können wir die aufschließen? Ah, die ist locked. Da können wir nichts machen. Kommen wir am Kreuz vorbei? Kann der nicht Schlüssel... Okay, können wir die Schlüssel nicht aufheben? Ganz normal aufheben? Der Lucius braucht natürlich immer eine extra Wurst. Wenn er am Kreuz vorbeigeht, dann verliert er irgendwie alles. Oh. Ein Ventilator. Und ein junger Mann, der uns gleich sieht. Was haben wir hier? Ich bin mir nicht ganz sicher. Wir haben eine Leitung, wir haben Leitungsrohre da. Und wir müssen wahrscheinlich den jungen Mann irgendwie überreden, dass der uns unsere Ruhe lässt. Okay.
Elektroschocker haben wir hier wieder und wir haben Waterpipes. Können wir vielleicht den Elektroschocker einfach an die Waterpipes anschließen? Ja, das geht schon mal ganz gut. Und können wir den dann... So, Defibrillator, hier ist alles elektrisch aufgeladen. Der steht da draußen und macht irgendwas. Ich hoffe, der hat uns nicht gesehen. Hallo. Mist. Der hat uns gesehen, okay. Restricted Area, boah, das Kreuz nervt. Kann ich das nicht irgendwie... Try turning it without touching it. Oh! Hat sich da jemand ein Wässerchen gemacht und ich hab's nicht gesehen? Nein, ich hab's nicht gesehen! Er ist natürlich, hat sich Wasser geholt am Waschbecken und daraufhin... Oh, und wir haben es nicht gesehen. Ich hätte es so gern gesehen. Unser erster Mord, den wir selber verursacht haben. Oh Mann, es ist so schön, es ist so vertraut. Okay, damit können wir jetzt hier aufschließen. Den Schlüssel nehme ich trotzdem mal mit. Strom können wir trotzdem mal anlassen. Was läuft denn am Fernsehen? Aha, I bet there's a movie you could watch on. Achso. Und das ist der Film, den wir jetzt gucken können. Da geht jemand raus. Ich weiß es gar nicht. Mit Mütze. Oma mit Mütze geht raus. Es ist an Spannung gar nicht zu überbieten. So. Das Telefon. Usable. Wir können andere Telefone anrufen. Ach, das ist ja cool. Aber ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wen ich anrufen soll, weil wir die Nummern nicht kennen. Haben die eigene Nummern? Steht hier was dran? Nee, ne? Da steht auch nichts. Ich höre im Hintergrund immer noch den Defibrillator. So, hier haben wir Essen. Das Essen können wir vielleicht auch später noch vergiften. Ich weiß es noch nicht genau, wir werden sehen. Breakout. The boy managed to break the shackles. Blood was spilled. And he could feel how the souls were powering him. Ich mache mal Folgendes. Ich gehe noch mal ganz kurz in die Optionen rein. Und dann mache ich mal ganz kurz bei Sound. Ich mache die Musik ein bisschen leiser. Und dafür mache ich aber die Voice auf jeden Fall lauter. Mache ich mal so, dass man die gut hört, ne? Mache ich mal einfach. So. Ich hoffe, dann hört man das besser. Ich habe eine Tür gehört gerade, die nicht von uns geöffnet. Okay, das ist wohl doch unsere Tür, ich weiß es gar nicht. Ich gucke nochmal ganz kurz, ob hier vielleicht noch weitere Mordopfer sind. Au, eine Zange, damit kann man vielleicht Fingernägel rausziehen. Toll! Oder wir können damit, mit dem Trolley kann man hin und her bewegen. Also man hat hier auf jeden Fall viel mehr Möglichkeiten als bei Lucius 1, wo es doch sehr begrenzt war. Die Tätigkeiten. Oh, hier haben wir noch Open Hatch. Und hier kommen wir... Ah, da ist abgesperrt. Wir brauchen noch einen Schlüssel, damit wir, ich glaube, aus der Kinderabteilung rauskommen. Wir sind ja gerade in der Kinderabteilung, wobei vorhin der Typ hat sich nicht angehört wie ein Kleinkind. Dieser, nein, nein, nein! So, Freunde, wo seid ihr denn? Lucius will spielen. Hallo? Da, Licht. Oh, der macht automatisch die Türen auf, das ist natürlich ein bisschen gefährlich. Und der macht die Türen 10-mal auf. Komm, mach die Tür auf. Mach die Tür auf. Okay. Er macht die Türen sicherheitshalber 10-mal auf. Hier ist kaum Personal, wie es aussieht. Oh! Wir öffnen einfach mal alle Zellen. Mal gucken, was passiert. First thing he did after breaking out was to open up all the other wings of the mental ward. This would allow Lucius to freely roam around, wreaking havoc. Wir können uns jetzt also unbemerkt hier überall bewegen. Kann ich wieder zurückgehen und gucken, wo das Geschrei herkam aus der Zelle von unserem Nachbarn? Das würde ich gerne mal sehen. War das hier? Oh, da haben wir XP. Ja, Level up! Und wir können uns dafür was leisten. Ich hoffe, es geht. Oh, das ist die Zange. Nee, wir haben noch keinen... Wir haben, oder? Weiß ich gar nicht. Hitler bricht aus. Tun die einem eigentlich was, wenn die da rumlaufen, oder? Ah, hier ist aber ganz schlimm, weil hier ist so eine Stahltür. Oh, die hier sind überall Stahltüren. Okay.
Die Frage ist, wie können wir das Kreuz umdrehen? Ich bräuchte Telekinese. Hier kommen wir überall noch nicht rein. Oh. Da hat uns fast einer erwischt. Gibt's denn hier, der mobbt gerade? Ist voll der Mobber. Können wir den in Elektrocuten? Ich weiß es gar nicht. Oh. Der geht jetzt auf den Pott gerade. What the hell? So, wer, der kommt ins Frauenklo, da bin ich echt pissig. The hell was that? Der steht genau vor der Tür, scheiße. Ein Klo, du solltest wissen, wie es funktioniert. Ist der immer noch vor der Tür? Ich weiß natürlich nicht, das ist ein bisschen blöd. Okay, hier sieht er uns nicht mehr offenbar. Ach, guck mal hier, Gemüse George ist immer noch da. Leicht frittiert. Ach! Breaks the ceiling fan, poison the coffee. Da steht also, da stehen die Möglichkeiten, die man hat, um Leute umzubringen. Es gibt jetzt auch immer mehrere Möglichkeiten, das finde ich sehr geil. Weil bei Lucius 1 gab es ja immer nur die eine Möglichkeit pro Person. Und hier können wir uns natürlich frei entfalten. Ich hoffe nur... Okay, die tun uns nichts. Grayson Mad Count. Die tun uns also nichts, das ist gut. Können wir die alle elektrisieren? Können wir die alle... James Wilson, was ist denn hier los? Huch! Der verschwindet und fliegt! Dieser gruselige Mann! So, wir haben definitiv aber noch zu wenig Zeugs. Das ist ein Angestellter, ne? You can use tools to break items. Das wissen wir, ja? Das Problem ist nur, wir haben bis jetzt nur die Zange. Und wir haben Zangen, eine Menge Zangen. Okay, ich gehe mal ganz ins Inventar. Dann nehme ich mal eben eine Zange. Equip. Können wir damit die Dinger breaken? Vielleicht sollte ich da nicht unbedingt davor stehen. Wir haben aber noch volle Gesundheit, das ist gut. Breakable, okay. Mitnehmen kann ich den nicht, ne? Ach, aber damit können wir vielleicht mit der Zange... Huch, habe ich keine Zange mehr. Okay. Wir hätten wahrscheinlich den Trolley mitnehmen sollen, schubsen und dann breaken. Das war doof. Okay. Breakable. Okay. Huch! Alter, da habe ich gerade wieder Zähne und Augen gesehen von innen. Hallo? Scheiße. Habe ich einfach alles kaputt gemacht. Hier ist so eine Problem-Selbsthilfegruppe. Dafür kriegen wir hier noch ein paar XP. So, 5 XP kriegen wir noch. Leider kein Level up. Hm. So, hier mal Donuts. Die nehme ich mit. Ja, das war wirklich dumm, dass ich jetzt gerade gemacht habe. Das tut mir leid. Hier haben wir noch einen Ofen. Können wir den einschalten? Gasofen. Also wenn hier jemand Feuer macht, dann explodiert der. Das ist gut. Breakable. Nein. Die Donuts will ich nicht. Ist noch ein bisschen, man muss sich noch ein bisschen eingewöhnen gerade. Ich würde gerne mal wieder ein paar Leute umbringen. Was ist denn los? Scheiße, wie kommen wir jetzt an dem vorbei? Sneaky! Ah, Shower, usable. Aber was wir genau damit machen können? Lag da was? Nee. Keine Ahnung, ich mache hier mal einfach alles an. Object ist too far. Es müssten sich jetzt Wasserpfützen bilden ja überall, das wäre natürlich ganz nice.
Aber wir brauchen da noch, Strömchen. Scheiße, you can use tools from inside the room, drag the card and shoot. Na, Alter, das ist okay, das ist ein bisschen quanzig hier gerade. So, das Ding kommt hinter mir her. Ich raff das gerade noch nicht ganz. Hallo? Hallo, jetzt... Ich dragge... Aber wie soll ich denn shooten? Ich habe keine Ahnung, wie ich shooten soll. Jetzt mach's doch mal los. Wie soll man denn... Mann! So. Die Gasflasche kann ich nicht aufnehmen. Ich habe fast das Gefühl, wir haben es ein bisschen verkackt, weil wir die Gasflaschen hier alle schon demoliert haben. Aber es muss doch eine andere Möglichkeit geben, den Typen auszuschalten. Die können wir alle nicht mehr nehmen, weil die alle explodiert sind. Ah, und der rote Pfeil hat auf den Typen gezeigt, da bin ich mir fast sicher. So, hier brennt eine rote Lampe. Haben wir denn ein Feuerzeug oder irgendwas? Dann können wir den hier reinlocken und vielleicht in Flammen setzen oder so. Now I got you, you little bastard. Na, der ist ja schlau. Voll der Professor. Guck mal, da hinten guckt einer aus der Tür. So, was haben wir hier? Ach, Geld klauen geht natürlich auch. Was haben wir hier? Flammable Can. Aber ich kann ja momentan noch gar nicht schießen. Zigaretten? Raucht denn der junge Mann? Ah, okay, das lässt nach. Sieht er die Kippen? So, Flammable Pickup. Scheiße, der raucht aber gar nicht. Mann, jetzt rauch doch mal. Toll. Das hat ja super funktioniert. Ich stelle mich hier wieder super an. Ja, die Tür ist wenigstens zu. Na, immerhin. Okay. Breakable. Wir haben natürlich die Zangen nicht mitgenommen. Ach Mann, ey, das ist doch nicht wahr. So, kann ich die Tür von hier aus closen? Ja. Ich glaube, dann sieht er mich gar nicht mehr. And she told me that I was the problem. Women can't live with them, can't kill them. Hey, why is the space between a woman's breast and her hips called the waist? Because you could easily fit another pair of tits in there. A good one, Sam. A good one. Hey, I got one. What do you get when you put a menstruating maid into a senator's mansion? Wir müssen durch die andere Tür da rein. A bloodbath. Und dann das Regal stand da. Wir sollen das Regal... Ah, abgeschlossen. Okay, wir haben überall Toiletten, wir haben überall Duschen und wir haben... Hier müsste ich doch da reinkommen, oder? Hier haben wir noch ein bisschen Flammable. Oh, da hinten ist Gas an. Das muss doch gehen. Halt! Nein! Das Werfen ist echt blöd. Das Werfen ist so blöd. Hm?
Das hat ja nicht so gut geklappt. Ich dachte, die explodieren. Yeah. Yeah. Level up. Upsi, war ich das etwa? Es ist Barbecue-Zeit. Mm, und wir kriegen... Oh, ah, wir können tote Körper auch verschwinden lassen. Na, das finde ich aber super. Wollen wir das überhaupt? Ich weiß es gar nicht. Wegen mir kann er auch da liegen bleiben. So, den Schlüssel nehme ich mit. Jetzt lass doch mal den toten Körper da liegen. Der Lucius weiß, ist so körpergeil. So, das waren die Herren. Kann ich hier noch irgendwas anderes mitnehmen? Wir haben noch ein paar andere Flammable-Sachen. Vor allem kann man die toten Körper vor sich hertreten. Ist auch schön einfach. Vielleicht können wir ja... Oh, hier. La 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 la. La 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 la. Hey, guck mal, ich spiele Fußball mit deinem Kollegen. La 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 la. Macht dem nichts. Das macht dem gar nichts. Schade, ich dachte mit dem Rauchen, okay. Ach so. Break the ledge, mal gucken, was da passiert. Hallo. Ich bin jetzt der Luzi. Wieso haut er ab? Ist der abgehauen oder kommt der jetzt von irgendwo anders wieder? Jetzt habe ich natürlich ein bisschen... Jetzt habe ich natürlich ein bisschen Bammel, dass er von der anderen Seite kommt. Ich meine, da kann er gern zu seinen kokelnden Kollegen gehen. So, wir haben den Schlüssel. Wer ist denn das? Ludlow. The end is not coming. It's already here, boy. Oh. Devil Boy. Er hat unser Kommen vorangekündigt. All work and no play. All work Strange and no play. Who Ludlow, is the dull devil boy? Boy. Ludlow, devil boy. Oh, devil boy. Ludlow, devil boy. Hallo, alter Mann. Wie kann ich mit ihm reden? The end is not coming. It's already here, kid. All work and no play. All work and no play. Haben wir jetzt mit dem geredet oder nicht? The dull boy. All work and no play. All work and no play. All work and no play. Who is the dull boy? Oh, devil boy. Ludlow, devil boy. Ich kann mit dem leider gar nichts machen. We did it. Ja, ich glaube, der sitzt da einfach devil nur. Boy? Ludlow. Hey, Kollege ist wieder da. Das klappt ja super. Weißt du was? Scheiß auf den. Haben wir nicht noch Pillen mitgenommen? Wir haben noch Pillen dabei und wir haben Donuts dabei. So. Dann equippen wir die eben. Der Typ da hinten geht mir nämlich mächtig auf den Sack, muss ich zugeben. Hier gegen Kopf, Junge. Lecker Donuts, komm, hau rein. Jetzt sind ja die Donuts nicht, die giftigen Donuts, die wir gerade extra zubereitet haben, dieser Penner. You little son of a bitch. Na komm. Was ist denn? Jesus Christ. Ah, er hat die Donuts gegessen. Er hat die Donuts endlich gegessen. Na, endlich. Und wir kriegen... ein Blunt? Nein, was ist das? Ach, das sind die Kippen. Juhu! Körperfußball, Körperfußball. Lalalala. Schön.
Können wir den nachträglich noch brennen? Aber ich glaube, da hinten brennt es nicht mehr. Wir können den vielleicht noch im Klo verstecken. Alter, ist das hier der Goat-Simulator oder was? Alter, die Wirbelsäule! Ah, Mist, ich kann nicht drüber springen. Kann ich den nicht einfach ins Klo stecken? So, das sieht aus, als hätte er einen Arbeitsunfall gehabt. Jetzt bleib doch auf dem Klo, Junge, Mann! So. Alter, jetzt... Jetzt drag den doch nicht überall hin, jetzt... So, Arbeitsunfall, ciao. Das ist unfassbar. So. Hier haben wir noch ein paar Schlüssel und ich glaube, wir müssen den jungen Mann dort rauslassen. Kann das sein? Nee. Offenbar hat uns hier jemand Arbeit erspart. Danke. Der hat Werbung für andere Streams gemacht. So. Game safe. The boy found one of his followers hanging at the end of a rope in his room. On the floor there was a note that said, "Forgive me, for I have chosen wrong." What did it mean? Chosen the wrong god? Or the wrong son. Können wir noch ein bisschen... Schubsi! Alter, geil! Da kann man noch ein bisschen schaukeln. Ja, wir spielen zusammen. Wir sind zwei Jungs und spielen zusammen. La la la. Damals gab es halt noch keine Xbox. Da musste man gucken, wie man spielt, weißt du? So. La la la. Ew, was macht der mit dem Bein? Nutzt das nicht aus, dass wir spielen. So. Alter, hat ganz kurz nach Fischstäbchen gerochen. Jetzt nehme ich aber die XP. So, C für Skills. Machen wir natürlich gleich. Ich weiß, haben wir jetzt schon mehrere Skills? Oh, wir haben direkt schon... Oh, wir haben 4 Points. Ich bin so doof. Mit C hätte ich da reingucken können. Wir machen Telekinese, Object Control, Fuel Fire, Fuel all the Nerby Flames. Geil. Und hier haben wir noch Mind Control. Ja, nehmen wir alles mit. So, jetzt muss ich nur gucken. Object Control, Mind Control, Fuel Fire. Ich hoffe, ich kann mir das alles... Hey, Mind Control. Aber ich glaube, dafür kommen wir ein bisschen zu spät. Können wir denn? Ich will das mal ganz kurz ausprobieren. Ich will mal ganz kurz... Huch. Hä? Ah, Cooldown. Ich wollte gerade Mind Control bei dem probieren. Hat nicht ganz so gut geklappt. Oh, hier ist die Frauenabteilung. Hitler, bist du's? So, ich würde gerne ganz kurz das Kreuz hinten umdrehen, einfach nur um zu gucken, ob das XP gibt. War das nicht hier irgendwo? Da ist das Kreuz. Kann ich das nicht mit 1 machen? Hm. Jetzt bleib stehen! Das mit dem Mind Control funktioniert irgendwie nicht so richtig. Find the Nun's Room, get your suit. Okay, wir suchen unseren Anzug als nächstes. Ich gehe aber nochmal ganz kurz in die Frauenabteilung, denn ich will natürlich gucken... Okay, 3 funktioniert, glaube ich, nur, wenn Flammen in der Nähe sind. So. Gehen wir mal in die Frauenabteilung. Was haben wir denn hier? Können wir... hier ist Laundry, hier ist die Wäscherei. Nehme ich natürlich alles mit. Ein bisschen Futter geht auch. Schränke öffnen geht nicht. So, die ist jetzt kaputt, was heißt? Ich gucke mal ganz kurz was. Ach nee. Habe ich noch eine Zange dabei? Ja, habe ich. Equippen wir die mal. Kann ich das hier breaken? Okay, gut zu wissen. Wir lernen langsam dazu, wie hier die Sachen funktionieren. Da ist dieser beschissene Hausmeister, den hatten wir schon mal. Und das Ding können wir... Wir können den Trolley aber mitnehmen, ne? Lalalalalala. Hallo, ich bin's, der Lucius.
What in the world? Entschuldigung. Oh, now you're in trouble. Mist, das war too far. Ah, nimmt das Ding praktischerweise fast mit. Oh, now you're in trouble, son. Scheiße. Nein! Nein! Ja. Scheiße. Boah, den kriegen wir noch. Den mache ich fertig. Fertig mache ich den. Wenn ich nur wüsste, wie. Was macht der denn da? Aha. Use pipes to shoot. Naja, da sieht man mich nicht wirklich. Was ist das hier? Nichts. Oh, Flammable Bottle. Kann ich da nicht einfach einen nehmen, zu ihm werfen und anzünden? Na toll, jetzt haut er ab, weißt du? Das hat nicht so gut geklappt. Now you're in trouble, son. I must... What? That's it. I'm taking you to the authorities. Oh, fuck it. Jetzt zieh ich den scheiß Wagen hinter mir her. Das gibt's doch nicht. Boah, das ist noch ein bisschen friemelig. Also ich muss mich ja echt noch ein bisschen reinfuchsen. Das ist echt ein bisschen friemelig. Schnauzekreuz. Keine Zeit für dich. Geschafft. Gerade noch so. Aber wir haben es geschafft, Gott sei Dank. Alter, verpiss dich, Junge. Okay, es leiert gerade ein bisschen. Geh mal weg. Die Zange nehme ich mit. Es ist manchmal so ein bisschen tricky, hier irgendwie durchzukommen, aber das war es beim ersten Teil natürlich auch schon, das wissen wir ja alle. So, hier kriegen wir jetzt noch ein bisschen XP. Oh. Die Fanfaren hailen unsere Namen. So, Kreuz, du bist mir egal. Ich habe 100 XP bekommen. Was filled with religious text. Prophecies of the apocalypse. She was not there. It seemed she'd been taken to the fourth floor, probably for a checkup after the boys' attack. So, Revelation 8:6, die Offenbarung 8:6 und die sieben Engel mit den sieben Trompeten bereiteten sich vor, um sie zu töten. Rapture, guck mal hier. Hier oben wird getanzt ein bisschen, das ist eher romantisch. Jesus, save us. Ja, ja, mach mal Jesus. Das Einzige, was hier gesaved wird, ist mein Game, Junge. So, da kommen wir über leider trotzdem nicht rein. Jetzt, glaube ich, haben wir hier soweit alle weg, ne? Wir müssen jetzt nur den Suite finden, den Anzug finden und da müssen wir mal gucken, wo der ist. Da hinten bei der Rezeption. Das heißt, ich gehe jetzt geradeaus. Jetzt spielen wir mal ein bisschen mit, ein bisschen gucken. Hier? Müsste ja hier nicht sein. Nein, ein zu weit. So, hier sollte der Anzug sein. Wo denn? Ist das überhaupt hier richtig? Nein, da ist noch ein Raum zwischen, aber wo? Ihr Gewieften. Ach, hier. Banked the ball. It's a name given by...
Banged the Ball is a name given by PewDiePie to the red and white ball found in the game Lucius 1. Da sieht man eine 1. Sieh mal einer an. Banged the Ball. So, hier ist der Anzug. Den kann man nicht mitnehmen, ne? So, damit kriegen wir den Ball. Ist ja unfassbar. So, mit Banked. Wieso denn Banked? Hier, guck mal, ein Ball. Nicht. Na gut. Unglaublich. So, haben wir ein kleines Easter Egg gefunden, das gar nicht so Easter Eggig war. Und wir haben den Anzugwinder. Luckily, his old Sue was still there. The time had come once again to put it on. Wir haben den alten Anzug wieder. Das Komische ist nur, dass wir nicht rausgewachsen sind. Es ist natürlich ein Anzug der Hölle. Und da kommt auch dieser Ball her. Bengt. Warum denn Bengt? Was ist denn das für ein Name? Wer nennt den denn Bengt? Bernd hätte ich verstanden, weißt du? Oder Gisela. Ach, Gisela kommt später noch. Ach, guck mal hier. Electric Cabinet. Aber ein bisschen nach oben gucken. Hätten wir wahrscheinlich den Draht mit dem Radio verbinden können. Okay, leave the floor. Wir gehen einfach mal. Wir haben jetzt, glaube ich, alle getötet, die wir töten wollten. Die Patienten sind mir egal, die lasse ich mal. Und dann rufe ich meinen Fahrstuhl. Breakable, okay. Ich rufe mal ganz kurz meinen Fahrstuhl, dann müssen wir ganz kurz kaputt machen, glaube ich. So, hier einmal. Bams! Ich glaube, das ist keine so gute Idee. Können wir nicht einmal einen Fahrstuhl rufen? Ah, ich glaube, das ist auch der falsche Fahrstuhl. Wir müssen rechts rum. Ja, der Freizeit-Hitler, echt, der läuft hier die ganze Zeit rum und quatscht dann auch voll in die Moderation rein. Also nicht in meine, sondern hier vom Spiel. Alter. Der pisst hier einfach in die Begonien. Das ist ja unfassbar. So, ach, Level complete. Body Count 5. Einmal wurden erwischt, zweimal verdächtigt. Das macht nichts. Wir haben eine halbe Stunde gebraucht. Total Score 70 ist wahrscheinlich total niedrig, keine Ahnung. Aber wir haben uns ja ein bisschen Zeit gelassen und wir haben ja alles ausprobiert. Ist ja das erste Mal, dass wir spielen gerade. Und wir legen los, hoffentlich mit Level 2. Ich bin sehr gespannt. Ich blende mich vorsichtshalber schon mal aus. Ich bin gespannt. Lucius had to visit each floor, one by one. The answers were there. But for now, he only had questions. Why did one of his followers decide to kill himself without the boy's blessing? Why was everyone talking about this small town called Ludlow? What happened there? Had the prophecy begun without him? The fourth floor had a library on it, newspapers describing better the events in Ludlow. The boy also had more followers on this floor and would soon be calling on them for answers. Aha, wir müssen also in die Stadt namens Ludlow, wenn ich das richtig sehe. So, hallo, da sind wir wieder. Und die Frage ist natürlich nur, wie? Und wo sind wir jetzt? Follower, Sister Marie, Second Son, Headline News. Und einer unserer Getreuen hat sich quasi ohne unsere Erlaubnis umgebracht. Und die Frage ist natürlich auch, warum tut er das? We will none of that. Okay, wir sollen wahrscheinlich Nonnen töten. Nonnen. Was ist denn das da für ein Schnurrbart? Alter, der Typ da auf dem Zigarettenautomaten. Voll der Bart. So ein Bart Simpson hat er im Gesicht. Hier können wir nur nach vorne durch oder auf die Toiletten. Ah, die verdächtigen uns ja nicht, weil wir einen Anzug anhaben. Die wissen ja nicht, dass wir Patienten sind. Oder? Ich krieg dich noch. So, da haben wir hier und ich habe noch keine Ahnung, wo wir hin müssen. Wir haben ja eh eine Automap. Hallo Schnucki. Entschuldigung. So, wir werden gesehen, aber das macht hier nichts aus, denn wir könnten genauso gut natürlich auch ein Besuch sein. Das wissen die natürlich nicht. Okay, mit Geld können wir ja Sandwiches und sowas kaufen. Vielleicht brauchen wir das auch, weil wir haben ein bisschen Dingens verloren. Wir haben ein bisschen Energie verloren. Ich guck mal ganz kurz, ob das funktioniert. Geld haben wir mitgenommen, ne? Wir schieben wahrscheinlich das ganze Portemonnaie einfach in die Maschine. Pick-up Sandwiches. Können wir die einfach essen?
Boah, ich hab Kaffee, Alter, wer hat hier Kaffee? Okay, Pillen. Wir haben wieder Pillen. Wir können die Pillen natürlich mit dem Soda oder mit der Kaffeemaschine. Wir können die Pillen in die Kaffeemaschine. What are you doing? Oh. Tag, ich wohne hier. Hello, son. Hello, Onkel. Du stirbst noch heute Nacht. So, wir sind hier ja nicht mehr der liebe Junge. Das dürfen wir nicht vergessen. Wir sind nicht mehr der liebe Junge im Haushalt. So, die Frage ist, können wir die Pillen in den Kaffee packen? So, wir haben den Kaffee vergiftet. Wir müssen uns mit Kleinigkeiten zufrieden geben, wie zum Beispiel Feuerexplosion. Oh, ich glaube, da hat gerade jemand Kaffee getrunken. Hervorragend. Die Schwester ist weg. Ich weiß gar nicht, wo. Hat die Feierabend? Ach, und der läuft jetzt hier die ganze Zeit hinterher, oder was? Okay, haben wir hier irgendwo. Okay, Freundchen, wenn du es nicht anders haben willst, ich nehme mal ganz kurz. Ich equippe mir noch mal ganz kurz. Ah, dann ist das eine Lampe. Ich dachte, die haben mal wieder Kabelschächte oben. Scheiße, okay. Was passiert, wenn man es gegen die. Nichts. Na super. Okay. Das funktioniert nicht so gut. Da sind noch weitere Räumlichkeiten. Ich muss auch mal ganz kurz gucken, wie ich den Typen hier loswerde. Der latscht mir die ganze Zeit hinterher. Alter, hier muss doch eine Möglichkeit geben, den Typen zu töten. Ach, jetzt haut er wieder ab. Okay. So, Doktors Pad haben wir hier. Nehme ich einmal mal mit. So. Was mache ich denn jetzt mit denen? Ich muss irgendwo. Kann ich hier nicht Strom legen? Oder ich muss den Typen irgendwie töten. Ich brauche irgendwas. Mann, aber hier gibt es irgendwie gar nichts. Eine Uhr da oben. Ventilator haben wir hier, glaube ich, auch nicht. Hör mal, ich bin 16 Jahre alt, ja. Ich muss auch mal gucken, wo ich bleibe. Oh. First Aid. Oh nein, der hilft ihr. Scheiße. Okay, ich schnapp mir die Schlüssel. Die sind hierfür oder irgendwas zumindest hier in der Nähe. Ich lass die einfach mal. Hier ist abgeschlossen. Wofür sind die Schlüssel denn dann? Oh. Ah, das ist ein Kreuz. Okay. Hallo, Xavier Thompson. Wie sieht's denn aus? Ich sehe... Hello, Mr. Harris. It's time for your yum-yums. Oh, hello, my love. I've been waiting for this all day. Oh, Mr. Phillips, you're making me blush. It's cold in here. Should I close the window for you? No. Leave it open. The chill isn't from the weather. That's death approaching. The trumpets will soon sound. Are you prepared? I am. Die Trompeten klingen. Und der Tod kündigt sich an. Hier für die Damen übrigens. Ne, so ein bisschen. Verstehst du? Die Frage ist nur, was machen wir mit ihmchen da oben? Ich sehe da oben die Flasche natürlich. Fragile. Das hat nicht so gut geklappt, wie ich dachte. Ich guck mal ganz kurz. Wir haben ja eh noch ein paar Punkte. Wozu ist denn das gut? Fuel all the nerby flames. Ah, okay. Das geht nur bei Flammen. Aber nicht bei flammbaren Objekten. Telekinese, Control Use. Okay, wir müssen aber erstmal hier. Wie viel haben wir noch? 2 Skillpoints haben wir noch. Ich frage mich, was davon am besten ist. 20 Cooldown. Das mit dem Mind Control hat irgendwie noch nicht so gut geklappt bisher. So, dann können wir als nächstes das hier machen. Burns Bodies Around You.
Sehr gut, das gefällt mir sehr gut. Das akzeptiere ich gerne. So, und jetzt müssen wir gucken, wie wir den Typen da irgendwie noch... Der hat nichts dagegen, dass wir hier sind, ne? Hallo Onkel, ich bin nur am Gucken. Eine Planke. Go bother someone else, will you? Hey, Mister. Hey, Mister. Was quatscht ihr denn? Oh, da haben wir noch einen kleinen Teufel. Das gibt nochmal 5 XP dafür, dass wir es gefunden haben. Und hier ist eine Zeitung. Okay, ein Junge in Ludlow war dein einziger Survivor. Ach, wir haben vorher in Ludlow gewohnt, glaube ich. Ich glaube, das ist unser Heimatort. Und vielleicht haben sich die Teufelsanbeter da versammelt. Ich weiß nicht. Da hinten haben wir auch noch irgendwas, aber wie kommen wir denn da hin? Bother someone else, will you? Object is too far. Ich würde das gerne mit 1. Wieso kann ich das mit Telekinese nicht runterholen? Out of my way, kid. Out of my way, kid. Go bother someone else, will you? Go bother someone else, will you? Ich kann mit Telekinese irgendwie gar nichts machen. Und mit Nummer 3 geht das wahrscheinlich auch nicht. Nee. Ich gehe mal von der anderen Seite rein. Das muss ja irgendwie gehen, dass wir die Gasflasche umkippen oder so. Hey, von der anderen Seite reingehen? So, das muss doch funktionieren, dass wir dem irgendwie die Gasflasche auf den Kopf hauen oder so. Das mit dem Zielen klappt super. Object is too far. Huch, was denn? Ist ein bisschen merkwürdig, aber das war der erste Teil ja auch schon. Boah, das mit dem Werfen ist echt noch nicht so meine Stärke, glaube ich. Yeah. Na also. So, vielleicht kann er mir mein Händchen leihen bei so einer Aufgabe. Okay, den Typen haben wir weg. Wir sollen aber unseren Follower suchen. Jetzt lass du mal den Toten da liegen, Junge. So, Bauarbeiten verzögern sich leider ein bisschen. Das Geheimnis hinter allen Autobahnbaustellen. Was ist das hier? Eine Anästhesiemaschine. Das heißt, wenn hier jemand gerade am Gerät angeschlossen ist, können wir das mit einer Kneifzange vielleicht optimieren. Upsi, war ich das etwa? Ja, ich glaube, einen. Hier ist wieder ein Bett frei. Schwester, hier ist ein Bett frei. Ist doch nicht unser Problem, wir können nichts dafür. Hello, handsome. Need help finding your parents? Es geht schon, geht schon. Warum hat es denn gerade geblinkt? Weil wir waren ja unschuldig. Wir sind nur zufällig gerade im gleichen Zimmer gewesen. Wir können aber nichts dafür. So. Hallo Onkel, ich hab mich verlaufen. Kannst du mir helfen? You here to meet Sister Marie? Ja, ich suche... Sorry kid, I'm not allowed to let anyone into her room. Oh, ach, da ist die arme Schwester anyway, Marie. I don't think she's too fond of children. After what happened with some kid upstairs, huh? Okay, run along there, little boy. Out of my way, kid. Move along, huh? Move it, move it. Out of my way, kid. Hey. Are you allowed to be here by yourself, kid? Out of my way, kid. Out of my way, kid. Hey, are you a Jesus? Move along, huh? Ja. Ich darf schon hier sein. Ich bin schon groß. Deswegen gibt's ja so viele Toiletten. Okay, es ist echt krampfig, die Leute hier irgendwie verschwinden zu lassen. So, aber gut, hat ja geklappt. So, Schwesterherz, wie sieht's denn aus? Da liegt Geld. Da hinten läuft noch eine Schwester in Panik rum. Okay, der Feuerlöscher ist der größte Feind, den Lucius jemals hatte. Gut zu wissen. Ich mache hier mal die Tür zu, damit das keiner sieht.
Hallo, Schwester. Hello, handsome. Are your parents around here somewhere? Die klingt ja so esoterisch irgendwie. Kann ich das hier irgendwo anschließen? Oder vielleicht eine Wasserpfütze hinterlassen oder irgendwas? Oh, das wollte ich gar nicht. Nein, nein, bitte nicht! What the? Oh! Hilfe, Hilfe! Was ist denn? Ist das hier beim Catchen oder was? Ich war das nicht. Huch, hier liegen überall Tote rum. Was ist denn los? Warum liegen hier überall Tote rum? Und wie kommt denn die Alte hier nach draußen? Und warum stört das hier keinen? Ist ja ein Krankenhaus, ist ja ganz normal. Hat wahrscheinlich der Hausmeister wieder nicht aufgeräumt. Hallo, Schwester. Da komme ich gerade nicht rein, weil die mit ihrem Arsch die Einfahrt versperrt. Okay, wir müssen. Ich guck mal ganz kurz auf die Karte. Wo müssen wir denn überhaupt hin? Wir müssen. Oh, da ganz nach oben. Ganz nach oben, aber wir dürfen ja hier überall sein. Wir sind ja hier einfach ein Patient. Wir sind ja kein Patient. Wir sind ja easy going. So, wir sind in der Rezeption und müssen da durch, dann links. So, da sind wir auch schon. Ist das unser... How are you doing, son? Das ist der Falsche. Entschuldigung. Der geht einfach durch die Tür, natürlich. Wir müssen irgendwie da rein. Onkel. Wir wissen ja inzwischen, wie es geht. Also mit dem Defibrillator, das geht schon ganz gut. Nein, jetzt. Ich muss den nur irgendwie fallen lassen. So. So, dann machen wir hier die Tür auf. Ach, okay, die ist verschlossen von der anderen Seite. Die ist gar nicht mit dem Schlüssel verschlossen. Die ist einfach von der anderen Seite dicht. So. Jetzt geht doch mal zu. So, jetzt können wir aber dafür hier rein. Da findet man noch Donuts, die kann man später vergiften und jemandem zum Essen anbieten. Zigaretten kann man bestimmt auch vergiften, vermute ich mal. Ich weiß aber nicht, ob mit Pillen oder was anderem. Wir müssen wahrscheinlich von hier aus rein. Oh, Essen und hier noch eine Zange. Can of food, fruit. Und hier können wir mit der Zange hoffentlich durchgehen. Ich probiere das mal gerade aus. Was rumpelt denn da und was ist das da? Cleaning Mob, breakable. Okay, was sollen wir machen? Was genau sollen wir machen? Locate and talk to the follower. Wir können aber hier nicht mit dem reden, glaube ich, ne? Hier ist ja immer noch abgeschlossen, da kommen wir nicht rein. Wir müssen also irgendwie hier... Kann ich dem irgendwas reinwerfen? Ich bin verzweifelt. Break. Was passiert? Gar nichts irgendwie, ne? Vielleicht kippen? Kollege, wie wär's? Nein, das hat fast geklappt. An den Mob kommen wir nicht ran, glaube ich. Scheiße, wie kommen wir denn den Wischmob kaputt machen? Den Mob wegziehen und zu anlocken? Da muss aber auch schon unlocked sein, eigentlich jetzt. Ah!